Heute kannst du hier den Palsteg lernen. Der Palsteg ist ein ganz toller Knoten, mit dem man eine schöne Schlaufe bilden kann, die sich nicht zusammenzieht, also die dann so bleibt, wie sie ist. Für den Palsteg brauchst du ein Stück Seil, gell? Oder ein Tauschot. Legst hier eine Schlaufe oben drüber. Brauchst ein längeres Ende und das, was du dann hier drüben legst, das wird die Schlaufe. Gell? Man legt sozusagen die Schlaufe, dann kommt das Ende durch diese Öffnung, gell? Geht hier außenrum durch die Verlängerung vom Seil so und geht wieder durch diese kleine Schlaufe, mit der wir angefangen haben. Und dann ziehen wir hier fest. Gell? Das ist der Palsteg und der bildet hier diese feste Schlaufe, die sich nicht zusammenzieht, die kann man beim Boot zum Beispiel über einen Poller werfen und dann ist das Boot hier fest. Gell? Oder an einer Boje kann man sich hier festmachen. Die Bojen haben immer oben so einen Eisenring und wenn man das hier durchzieht, dann ist das Boot fest an der Boje vertaut. So, jetzt mache ich ihn nochmal auf, damit du ihn langsam lernen kannst. Also ein Stück Seil hier brauchen wir. Hier ist das lange Seil. Gell? Okay, du legst als erstes hier oben drüber die Schlaufe, mit deren Hilfe wir den Palsteg machen. Und das wird das große Ding, das wir nachher haben wollen. Gell? So, du nimmst das Ende, gehst durch die kleine Schlaufe unter dem Seil durch. Das kommt durch die kleine Schlaufe wieder. Und dann siehst du die beiden Enden hier zusammen fest gegen das lange Ende des Seiles. Und jetzt hast du deinen Palsteg mit einer Schlaufe, die du irgendwo drüber werfen kannst und die sich nicht zusammenzieht. Gut. Viel Spaß!